Auf den ersten Blick unterscheidet sich unsere Schule nicht gross von anderen. Außer, dass wir eine neue Turnhalle haben und das neue Schulhaus bekommen haben. Mega cool. Und den Preis als beste Schule von der ganzen Schweiz haben wir auch schon mal gewonnen. Also eigentlich sind wir schon speziell. An unserer Schule sind drei Begriffe zentral. Autonomie. Das heisst, wir Schülerinnen und Schüler machen ganz viel selber. Im Lernatelier arbeiten wir rund 10 Stunden pro Woche selbstständig. Es ist aber immer eine Lehrperson, die wir fragen können, wenn wir nicht weiter wissen. Für Gruppenarbeiten dürfen wir auch auf den Gang gehen, ins Palavrium. Das kann manchmal ein bisschen laut werden. Wir wollen jetzt die Schwerlinie auf diesen Eckpunkt A. Und was müssen wir? Natürlich haben wir auch normalen Unterricht. Manchmal ein bisschen spannender und manchmal ein bisschen weniger. Amalia, was habe ich gerade gesagt? Oh, sorry, ich habe gar nicht aufgepasst. Komm. Der zweite Begriff, der unserer Schule wichtig ist. P-Tenz. Kompetenz heisst nicht nur, dass man gut ist in der Mathe oder ein Sätzchen gut kann schreiben. Es heisst noch viel mehr. Ich hätte gerne ein Käse-Sandwich. Ja, sicher. Es wären gerne 5 Franken. Was? Aber gestern hat es doch noch 2,50 gekostet. Ja, für dich kostet es eben mehr. Dann halt. Danke. Einen guten. Danke. Also, jetzt haben wir Autonomie, Kompetenz und. Was war das dritte? Ah, Herr Zollinger, Frau Meister. Was ist nochmal der dritte Begriff, der für unsere Schule so wichtig ist? Ah, der dritte Begriff, ja. Das ist soziale Eingebundenheit. Und was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Teil von einer Gruppe sind. Dass starke und weniger starke in der Klasse gemischt sind. Und dass man einen respektvollen Umgang miteinander pflegt. Dazu machen die Lehrpersonen alle 3 bis 4 Wochen ein Coaching-Gespräch mit jedem Schüler und jeder Schülerin. Damit wir wissen, wie es euch geht, was euch beschäftigt, sei es zu Hause oder in der Schule. Ja, Sandwiches haben aufgeschlagen. Ah, das schauen wir an. Was auch noch zu der sozialen Eingebundenheit gehört, ist, dass die Lehrpersonen eng im Team zusammenarbeiten. Sie tun zum Beispiel miteinander und füreinander Lektionen vorbereiten. Merci. Okay. Ade. Was ich an unserer Schule recht speziell finde, ist das hier. Am letzten Freitag im Monat dürfen wir mit Trainerhosen in die Schule kommen. Das hat unser Schülerinnenparlament erkämpft. Auch wenn es die meisten Lehrerinnen grässlich finden, eins ist klar, im PMO wird man von den Erwachsenen ernst genommen.